Make America Great Again. Das ist schon seit langem der Wahlkampfspruch von Donald Trump. Es gibt unzählige Merchandise-Artikel, die diesen Spruch aufgedruckt haben oder eben auch mit der Abkürzung MAGA für Make America Great Again. Aber was das für eine Bedeutung hat, darauf komme ich gleich. Erstmal noch zu Elon Musk. Denn wir wissen, dass Elon Musk ein großer Unterstützer von Donald Trump ist. Elon hat ja Anfang Oktober erst seinen neuen Roboter Optimus vorgestellt und zusätzlich das Robotaxi Cybercab. Und das sieht so aus. Kommt uns das Design nicht irgendwie schon bekannt vor? Ja, stimmt, denn wer iRobot gesehen hat, der Film mit Will Smith aus dem Jahr 2004, der wird Ähnlichkeiten feststellen können. Denn die Roboter sehen so ähnlich aus und die Autos auch wie die von Elon Musk jetzt. Laut MSN.com sollen die vollautonomen Autos ab 2026, sicher aber ab 2027 in Massenproduktion gehen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht über Roboter, humanoide Roboter. Kann sich gerne jeder anschauen, wenn er möchte. Und zusätzlich soll auch noch ein autonomer Bus kommen, der für 20 Passagiere Platz hat. Und laut Elon Musk soll jeder bald auch einen Roboter für den Haushalt haben können. Der soll ungefähr so $30.000 kosten. Aber wir wissen ja auch, dass Elon Musk nicht nur dafür bekannt ist, sondern auch für seine Neuralink-Chips, die man ins Gehirn einpflanzen kann und die wahrscheinlich auch im Mainstream angekommen sind bald. Aber schauen wir mal ein bisschen genauer auf Elon Musk und kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Denn Elon Musk war nämlich vor kurzem auf einer Wahlkampfrede von Donald Trump. Dort trug er eine schwarze Kappe und auf dieser Kappe stand drauf Make America Great Again. Und dort sagte er auch ein paar Worte. Fight, fight, fight! As you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA. Fight, 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 vote, vote, vote. Er sagte, wie wir eben gehört haben, as you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA. Also, wie ihr sehen könnt, ich bin nicht nur MAGA, sondern dunkler MAGA oder so ähnlich übersetzt. Offiziell ist MAGA ja die Abkürzung für Make America Great Again, wie gesagt. Aber was bedeutet MAGA eigentlich wirklich? Wenn man MAGA jetzt mal vom Lateinischen ins Deutsche übersetzen lässt, dann heißt MAGA Hexe. Die männliche Form davon wäre Magus und bedeutet Zauberer. Jetzt schauen wir mal auf der öffentlichen Seite von der Church of Satan. Dort kann man nämlich öffentlich sehen, dass es verschiedene Grade gibt, die man in seinem Satanistenleben durchlaufen kann. Und siehe da, der fünfte und auch gleichzeitig letzte Grad nennt sich MAGA oder Magus. Dort heißt es, der fünfte Grad ist hierbei ein Status der höchsten Autorität und Meisterschaft im systematischen Satanismus nach den Grundsätzen der Church of Satan, die von Anton LaVey offiziell 1966 gegründet wurde. Diesen Grad zu erreichen sei sehr anspruchsvoll und erfordert eine tiefe Verständnis der satanischen Philosophie. Man braucht auch erhebliche persönliche Leistung und Engagement. Also man muss erfolgreich sein im persönlichen wie beruflichen Leben und außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Außerdem muss man selbst die Rolle als Führer übernehmen können und das heißt, man muss andere beeinflussen und die Prinzipien der Church of Satan fördern. Und das heißt, es erfordert Jahre und jahrelange Mitarbeit, um diesen Grad überhaupt erreichen zu können. Und es handelt sich um einen exklusiven Status und man kann davon ausgehen, dass insgesamt jemals nur eine Handvoll Personen diesen Grad jemals erreicht haben. Außerdem sagt Elon Musk in dem Video auch dreimal hintereinander das Wort Fight, Fight, Fight oder auch Vote, Vote, Vote. Das gilt übrigens im Satanismus als Ritual, wenn man Wörter dreimal hintereinander sagt. Okay, jetzt könnte man sagen, vielleicht meint Elon Musk ja wirklich mit MAGA Make America Great Again oder das Dark MAGA hätte sich darauf bezogen, dass er eben so schwarz angezogen war und eben damit auch dunkel gekleidet war. Aber mal abgesehen davon, dass wir als Christen wissen, was man für Erfolg und Reichtum in dieser Welt alles machen muss, um auf diese Position zu kommen, dazu könnt ihr euch auch gerne mein letztes Video anschauen, in dem Ellie Carter darüber ausgepackt hat, ja, zeigt Elon Musk eben auch sehr offen, was er so gut findet. Und wir wissen, Elon Musk ist jetzt nicht einfach so irgendjemand, sondern einer der einflussreichsten Menschen überhaupt zurzeit. Und das wird er nicht einfach so geschafft haben in dieser Industrie.
Hier sehen wir, was er 2022 auf einer Halloween-Party oder einem Halloween-Event auf dem roten Teppich trug. Und es ist wirklich eindeutig zu erkennen, dass er vorne auf seinem Satanskostüm ein Baphomet drauf hat und zusätzlich ein umgedrehtes Kreuz. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, überlegt man sich zweimal, was man anzieht. Deshalb glaube ich nicht, dass er das einfach so aus Spaß angezogen hat. Er will schon damit zeigen, wohin er gehört und für was er steht. Intern werden das eh vermutlich die meisten wissen. Der Baphomet hat ja viele tiefgehende Bedeutungen, aber es ist auch das Siegel der Church of Satan und wird dort als zentrales Symbol verwendet. In diesem Siegel ist auch noch das Wort Leviathan in hebräischen Buchstaben eingraviert und ein Wort, welches wir eben aus der Bibel kennen, und damit ist der Drache gemeint. Ansonsten steht der Baphomet für ganz viel anderes auch noch, zum Beispiel auch Androgynität. Denn er hat sowohl männliche als auch weibliche Merkmale, daher auch eben die ganze Transgender-Ideologie. Außerdem trug Elon Musk 2018 auf der bekannten Met Gala eine Jacke und auf dieser Jacke stand hinten drauf Novus Ordo Seclorum, was so viel heißt wie eine neue Ordnung der Zeitalter. Und wo steht dieser Spruch noch? Genau auf dem 1-Dollar-Schein unter der Pyramide. Aber gehen wir nochmal kurz auf ein Interview ein, welches das ehemalige Kindermädchen von Elon Musk einmal gegeben hat. Ich kann nicht sagen, ob das Gesagte darin stimmt, aber ich fand es ganz interessant und auch erwähnenswert. Man muss allerdings schon etwas offen sein, das jetzt für den einen oder anderen unglaubwürdig rüberkommen könnte. Ich habe das Wichtigste mal rausgenommen. Das ehemalige Kindermädchen meinte, dass sie sowieso schon vorher in diesen Kreisen involviert war, also sie wurde quasi so ein bisschen da reingeboren, und dann war sie auf einem Maskenball der Elite mit ihren Eltern quasi eingeladen, und das sind halt auch so typische Elitenpartys gewesen, wo auch viele perverse Dinge getan wurden, und ja, sie war damals 13 und wurde als Kind eben mitgenommen und musste sich dort halt eben auch alle Orgien, was da auch an Drogenkonsum stattfand und so, ansehen. Ihre Mutter war auch drogensüchtig. So wie ich das verstanden habe, sollte sie eigentlich versteigert werden. Aber das fand dann doch nicht statt. Stattdessen kam dann eine Frau auf sie zu. Das war die Mutter damals oder noch immer von Elon Musk. Und es wurde dann so arrangiert, dass sie eben die Aufgabe hatte, auf Elon aufzupassen. Im Nachhinein meinte sie auch, dass das eben alles so abgesprochen war, und sie ist dann eben in die Nähe zu Elon gezogen, zu ihrer Tante, und die hatte das Haus quasi fast nebendran. Sie meinte auch, dass Elon Musks Mutter sie gefragt haben soll, ob es denn okay für sie wäre, dass sie auf Elon aufpasst. Und da sie eben eine sehr schlechte Kindheit hatte und nicht versorgt wurde und niemals nach irgendeiner Zustimmung gefragt wurde, hat sie einfach ja gesagt. Und somit ist sie dann zu ihrer Tante gezogen und hat dann diesen Auftrag angenommen, wobei sie sich es dann jetzt auch nicht mehr aussuchen konnte danach. Als sie dann das erste Mal auf Elon aufpasste, war er noch ein ganz kleiner Junge, er war 2 Jahre alt, und da ist was vorgefallen, was sie sehr erschütterte, denn Elon, der war damals ganz aufgeregt am Fenster und hat auf irgendwas gezeigt, und die Sonne hat auch sehr stark reingeschienen, also es war sehr hell, Licht durchflutet. Und ja, das Kindermädchen dachte eben, das wäre irgendwie ein Insekt oder ähnliches, und auf einmal sah sie in seine Augen, und seine Augen waren total schwarz für eine Minute, und sie meinte, sowas hat sie noch nie gesehen, und sie konnte sich noch drin erinnern, wie ihr so die Angst hochkroch und sie ihr ganzer Körper irgendwie schauderte. Sie sagte auch, dass ihr immer erzählt wurde, dass Elon was ganz Besonderes sei und dass immer gesagt wurde, dass er der Auserwählte ist. Einmal hat sie eben durch die Tür geguckt in sein Kinderzimmer und hat da was sehr Erschreckendes festgestellt. Er sagte dann zu seinem Kindermädchen, welches er immer Moon nannte, komm und spiel mit mir. Dann hat sie, das Kindermädchen hat dann gesehen, wie er dabei war, ein Portal zu öffnen. Und er war eben gerade dabei, in dieses Portal hineingezogen zu werden. Und ihr wurde halt immer gesagt, sie muss ganz explizit auf den Jungen aufpassen. Ihm darf auf gar keinen Fall was passieren. Also war ihre Reaktion, dass sie reingerannt ist und ihn versucht hat, am Arm zu greifen. Und sie wurde dann mit ihm durch das Portal eingesogen. Sie sagte auch, dort gab es irgendwie keinen Boden und es war dunkel, aber es glänzte irgendwie alles, also glowing, sagt sie dazu.
und sie sah uralte, mysteriöse Wesen. Sie waren sehr, sehr riesig und sie hatten verschiedene Köpfe, eben wie ein Vogelkopf oder Katzenkopf oder auch Schakale. Und eben so, wie manche Engel auch in der Bibel oder halt gefallene Engel in der Bibel beschrieben werden. Und sie erwähnte auch noch nebenbei, dass sie dort niemals den Namen Jesus erwähnen durfte, also generell im Haus von Elon Musk. Und auf einmal greifte dort ein gefallener Engel sie an und griff sie am Hals und hat sie gewürgt und sie bekam keine Luft mehr. Und sie schrie dann nach Jesus, Jesus, bitte rette mich. Und auf einmal waren sie wieder im Zimmer und sie hatte aber Elon noch immer am Arm. Und Elon fragte sie dann, warum magst du meine Freunde nicht? Und sie sagte, dass es dort ein dunkler Ort ist und bei ihm wäre es auch immer so dunkel. Und sie hatte dann nach dem Vorfall jemanden gefragt, der da wohl auch mit im Netzwerk ist in dem Ganzen, ob der Elon eben der Antichrist sei. Und ihr wurde so geantwortet, ohne, sie sagte auch, diese Person hat nicht einmal geblinzelt, als sie das gesagt hat. Nein, Elon ist nicht der Antichrist, aber er wird das Mahlzeichen implementieren und dem Antichristen den Weg ebnen. Wann das passiert, wird der Antichrist kommen. Viele glauben ja eben, dass der Gehirnchip das Mahlzeichen ist. Wir werden sehen. Und laut dem Babysitter war sein Name auch nicht immer Elon. Das wurde dann über die Zeit verändert, sondern sein richtiger Name ist eigentlich El Elyon. Die meisten wissen es wahrscheinlich, aber wenn man es nachguckt, steht im Internet, der Name El Elyon bezeichnet den einzig wahren und höchsten Gott. Er drückt die Erhabenheit des Gottes Israels aus und wird im Verkehr mit Heiden verwendet, um sich auf den gemeinsamen Besitz der Gotteserkenntnis einzustellen. Elyon ist ein hebräischer Name, der Allerhöchste oder der Besitzer des Himmels und der Erde bedeutet. Der Name Allerhöchster wird in Verbindung mit Melchisedek offenbart, der zu Abrahams Zeit König in Salem war. Es heißt von ihm, er war Priester Gottes des Höchsten und durch ihn wurde auch Abraham mit diesem Namen Gottes bekannt gemacht. Denn erst nach der Begegnung mit Melchisedek spricht Abraham, ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde besitzt. Aus diesem Grund muss Abrahams Kenntnis diesen Namen aus seiner Begegnung mit Melchisedek und der besonderen Art seines Priestertums des Allerhöchsten herstammen. Außerdem sagte Elon Musk in einem Interview auch mal, mit künstlicher Intelligenz beschwören wir die Dämonen. So, ich lasse das Ganze jetzt mal so stehen. Ich weiß, das mit dem Portal, das ist schon, da muss man gucken, ob man das glauben möchte oder nicht. Oder das bleibt jedem irgendwie selbst überlassen. Aber ihr könnt gerne mal eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Mich würde wirklich interessieren, was ihr darüber denkt. Und sowieso würde ich mich generell immer über ein Abo, Kommentar oder Like freuen. Und wie immer seid alle mächtig gesegnet im Herrn und bis zum nächsten Video.